Free Spirits haben ausgestellt auf den Three Days 2011 zum ersten Mal und denen hat der Event total getaugt. Die fanden das ganz lässig da und wir sind ins Reden gekommen und sie haben gesagt, ja, sie würden gerne mehr machen und wie sie sich da einbringen können. Und dann habe ich gesagt, ja, wir suchen jemanden, der die 12 baut. Und dann hat er mich, weiß nicht, 2-3 Wochen später angerufen, hat gesagt, ja, sie wollen das. Dann hat er wieder eine Phase gebraucht, um in seinem Kopf irgendwie diese Bilder entstehen zu lassen, was er davor hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, er weiß jetzt, wie dieses Motorrad aussieht, er muss es nur noch bauen. Und jetzt sind wir hier. War ganz angenehm heute. Überraschend eigentlich, wie man mit so wenig so viel rausholen kann aus der alten Bodenhülle. Anderes Fahrwerk, vorne die Vorderradführung, ein bisschen Motortuning, ist überraschend einfach, was da geht. Der erste optische Eindruck, naja, man steht davor und sucht so die Highlights ein Stück weit. Und dann auf den zweiten Blick, wenn man so die Details entdeckt, der Umbau auf den Zahnriemen, Dann der Dämpfer vorne anstatt die konventionelle Gabel. Das ist schon technisch sehr spannend. Aber im Endeffekt danach die Parts zu erfahren, das zu testen, das war viel beeindruckender eigentlich. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, die Hölle. Einfach nur geil. Mein Eindruck ist, dass das, glaube ich, die richtige Entscheidung war, den Marcello zu fragen, weil ich das Gefühl habe, da kommt ein neuer Impuls und eine andere Sichtweise. Also man merkt, finde ich, dass der Marcello aus einer anderen Szene kommt und das dann auch anders interpretiert als die üblichen, sagen wir mal jetzt in Anführungsstrichen, die üblichen Coffee Racer, die wir halt alle so bauen und mögen und bevorzugen. Und da ist einfach ein neuer Zugang, finde ich, und das macht das Ding spannend. Marcello ist hier und der Mann hat nicht nur das eine Motorrad noch ein wenig verbessert, nein, er hat einfach noch ein zweites gebaut. Also es gibt dieses Jahr nicht eine T12, sondern es gibt sozusagen Twins, Torpedo Twins, ich weiß es nicht. Aber er ist wirklich verrückt, er hat einfach noch eine Schwester dazugestellt. Well, because it was an idea of before. I didn't say nothing before, because I don't want to know. A surprise, it must be a surprise, no? It's an evolution of the first idea. There will be more evolution because this is not the end. It's a passion, you know, that is coming alive, you know. This is why I'm doing this job, because I have a passion. So let's do it, you know, let's keep going and growing and making new things. Marcello, Free Spirits presenting the new Triumph T12. It was a present for me, you know, this thunderstorm, you know, because it showed me that people come back. I love it. I love it, these people. I love it. I mean, I really, from deep in my heart, I love these people, you know. I feel a lot of emotion inside now, you know. Maybe it's better if you shut the camera, because really, you know, it's too much for me.